Diese Engine ist halt schon ziemlich effizient. Teilweise. Wir hätten noch eine Stage dran packen sollen. Vorher. Oder zumindest ein bisschen mehr Tank, weil. Ah. Ach, wir haben ja noch nicht mal die Hälfte. Weg. Oh. Das wird ja ganz, ganz knapp. Wenn nicht sogar zu knapp. Oh Gott, da müssen, oh, da müssen wir ja was hochschicken. Es wird nichts. Uns geht der scheiß Treibstoff aus, kurz vor dem Ende. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Uns geht der fucking Treibstoff aus. Das Ding hat vielleicht noch höchstens 50 Meter pro Sekunde an Delta V. Werden wir nicht mehr schaffen. Das schaffen wir nimmer. Zwei 25 könnt ihr vergessen. Ist hier nimmer drin. Wir könnten es mal versuchen, aber ich glaub's jetzt eher nicht. Ja, wo ist die Station? Ah, da oben. Sieht man ja. Wird leider, leider, leider nicht reichen. Tut mir leid. Mit ACS den ganzen Rest wegbrennen, wäre Mord. Würde es funktionieren? Ja, theoretisch funktionieren würde das. Ja, da bleibt uns wohl nichts mehr übrig, als das Teil hier als Debris im Orbit zu lassen. Versuch Nummer 1. Wir brauchen eine Rakete, die mehr Tank hat. Ja, definitiv mehr Tank. Wir könnten den Flug jetzt reverten, um kein Debris zu haben. Finde ich aber relativ blöd. Wir haben jetzt halt nichts geschafft. Dieser ganzen Folge haben wir jetzt nichts geschafft. Ist ja blöd. Lass die Rakete weiterentwickeln. Los. Ladebildschirm. Ja, das Problem ist, dieser Tank hier, der ist viel zu klein. Viel zu klein. Machen wir mal das hier als oberstes Teil einfach. Einfach so als Spaß. Gut. Erstmal kommt da drüber dann noch so ein kleiner Tank. War der? Nö. War der? Jo. So, und hier unten.
Tja, was wollen wir hier machen? Ein paar Fins vielleicht noch dran. Nö, unnötig. Was haben wir denn noch so für tolle Teile? Oh, die hier. Und die hier. Neue Trägerrakete muss gebaut werden. Und zwar diesmal von der letzten Stufe aus, wo man auch ein bisschen mitdenken kann. Also zum Schluss natürlich erstmal ein Decoupler, das ist ja klar. So, hier. Dann kommt darunter, würde ich jetzt mal sagen, diese hier. Ein fetter geiler Decoupler auf die größte Stufe. Und hier dann zwei von denen hier. Und die Griffin. An die Seite dann. Nö, die sind zu klein. Was sind die da, ja? Zwölf von den Boostern. Das war ein bisschen zu übertrieben. Und das ist ja auch übertrieben da. Wir machen mal das hier und so eins. Denn dann können wir auch die da noch. Oh Gott, aber keine 12. Vorher erstmal noch ein paar Decoupler. Auch nicht 14. Machen wir mal 8. Hey, machen wir mal 6. Was hatten die da? 3, 6. 1, 5. Nö, die hier reichen. Denn daran packen wir dann einfach solche Triebwerke. Und dann dürften wir das haben. Natürlich fehlt da noch ein bisschen was. Haben die Dinger schon? Nö. Die haben noch nichts. Wäre mir auch ein bisschen komisch vorgekommen. So, wo sind jetzt die Booster? Da, die werden dann so gemacht. Noch ein bisschen Mediums. Ah ne, die habe ich ja schon dran. Unten fehlen noch ein paar. Das müsste passen. Sieht jetzt relativ aus wie eine Sojus-Rakete. Das ist der ISP von der hier, 280325, und die hier 285335. Verbraucht also relativ viel weniger Sprit. Okay. Natürlich können wir hier außen noch ein paar kleine Booster dran packen. Lass es doch mal machen. Hier haben wir 225, die 338, nehmen wir natürlich die da. Das sind die. Och Mann, ey.
So. Das sind jetzt die Booster, ja. So. Das sieht doch toll aus. Okay, dann machen wir hier mal Testrakete 1. Das ist zwar nicht wirklich unsere erste Testrakete. Aber sie wird es wahrscheinlich sein. Warum hat, wer hat denn da jetzt bitte 45 Grad ausgewählt? Danke. Ich vergesse es teilweise immer noch, dass man mit Shift und Linksklick die komplett auf den Boden bringen kann. Okay, dann starten wir mal. Unser toller Curvonaut hat zwar kein Fallschirm, aber das ist ja relativ egal. Wir bringen den einfach so heil nach unten. Okay, ein kleiner Nachtstart. Ist ja nichts dabei. Warum irgendwie dieser Rauch falsch ist, weiß ich auch nicht. Oh ja, die Rakete geht mal ab. Geht ja mal mega ab. Overheat ist egal. Booster sind abgesprengt. Jetzt denkt ihr bestimmt, wir haben ja bloß ein Kommandopod oben drauf. Ja, aber zieht euch mal rein, wie schnell das Teil ist. Und zweite Stage absprengen. Und jetzt schießen wir halt bloß noch mit diesen vier Triebwerken da, mit 4900 in den Himmel. Aber wir haben halt genug Sprit dabei. Lenny Kerman. Lenny war doch auch der, der als erster den Mond betreten hat, würde ich jetzt mal stark behaupten. Los, geh leer. Also, die schafft es jetzt mit... ohne... oh. Ein bisschen Steam. Ohne irgendwie die dritte Stage auf knapp 1 Million. Eine halbe Million. 686.000, gut. Natürlich will ich euch auch noch zeigen, wie wir ihn wieder landen werden. War das gerade eben... oh, oh, oh.
Da sieht man mal, wie viel bloß die Atmosphäre runterbremst. Auf unter 200 Meter pro Sekunde. Und den Rest muss jetzt halt das Triebwerk machen. Das halt definitiv genug Bums hat. Ah, und da kommt auch schon das kleine bisschen Wasser. Jo! Damit würde ich dann auch mal sagen, Recover Vessel. Und bedanke mich somit fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Auch obwohl wir ja halt nicht so viel erreicht haben. Aber wir waren ja fast wieder bei unserer Station. Und diese 0,2 Science haben sich jetzt total gelohnt. Ja, macht's gut. Schau doch mal auf den Himmel. Ich bin Spirit. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt Let's Play Kerbal Space Program. Bis dann, haut rein und ciao.